Zusammen. Produktvorstellung Insta360 RS. Ich habe euch gerade schon in dem kleinen Trailer gezeigt, wo ich die Kamera überall eingesetzt habe und habe versucht, diese kleine Kamera an ihre Grenzen zu bringen und habe dieses auch geschafft. Wo die Stärken sind, aber auch vor allen Dingen, wo die Schwächen dieser Kamera liegen, das möchte ich dir jetzt in diesem kurzen Video einmal ganz gerne zeigen. Darstellen. Wenn dich die Specs dieser Kamera interessieren, dann wird das das falsche Video sein. Ich möchte mich hier nicht über Datenblätter unterhalten, sondern rein nur um die Aufnahmequalität, Einsatzbereiche, Stabilisierung, aber auch vor allen Dingen, wie gesagt, wo die Kamera ja, mich verlassen hat und warum das hier schon meine dritte Kamera ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in diesem Video. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns auch als allererstes mal an, wo hat mich die Kamera überzeugt, wie ist sie aufgebaut, welche Einsatzbereiche hatte ich und dann zum Schluss natürlich, wo hat die Kamera mich nicht überzeugt und wo sehe ich die Schwächen dieser Kamera. Als allererstes fand ich die Kamera super interessant, als ich sie bekommen habe. Wir haben hier ein modulares System, wo ich zwischen verschiedenen Kameras wechseln kann, zwischen verschiedenen Kameralinsen. Als allererstes hier vorne drauf habe ich den 4K Boost, daneben das 360-Grad-Modul und dann kann ich das Ganze noch erweitern um eine Leica-Linse mit einem größeren Sensor und einer größeren Offenblende für Nachtaufnahmen. Das normale 4K-Modul ist, wie wir es von einer Action Cam kennen, ein sehr, sehr weitwinkliges Modul, was uns die Möglichkeit gibt, mit 4K und 60 Frames aufzunehmen und das Ganze dann auch in ein Unterwassergehäuse zum Beispiel reinzutun, um sie zum Beispiel mit zum Tauchen zu nehmen. Daneben habe ich ein 360-Grad-Modul. Und 360-Grad-Aufnahmen sind immer dann interessant, wenn ich extrem viel Action mit so einer Kamera mache und einen großen Blickwinkel haben will, aus dem ich mir nachher die beste Perspektive raussuchen kann. Das Ganze wird aufgenommen mit 5,3 K, aber diese 5,3 K habe ich dann natürlich nicht in meinem Bildausschnitt, sondern im gesamten 360 Grad. Und wenn ich mir dort einen Ausschnitt dann rausnehme, habe ich etwas unter Full HD. Nichtsdestotrotz aber eine Möglichkeit, richtig coole Kamerafahrten mit diesem Modul zu machen und vor allem den Kamerafahrten, die sonst so gar nicht möglich wären, ohne extrem viel Aufwand dazu, bei, dazu zu betreiben. Gut, wir haben hier also ein richtig cooles modulares System, was es uns ermöglicht, verschiedenste Aufnahmen mit nur einer einzigen Kamera durchzuführen. Und das war auch das, was ich so interessant fand an dieser Kamera. Dazu kommt, dass wir an der Seite die Möglichkeit haben, ein Modul für externen Sound anzustecken und wir hier oben noch einen Blitzschuhadapter dran haben. Damit können wir dann externen Sound anschließen und diese Kamera auch perfekt zum Beispiel zum Vloggen nehmen. Das war es jetzt mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Das war ja schon mein zweiter, den ich mittlerweile hier erleben durfte. Beim ersten hatten wir eine extrem krasse Wolkendecke, was auch sehr episch ist. Denn die größte Schwäche bei solchen Kameras ist in der Regel die, der Sound, der dort aufgenommen wird, der immer relativ blechern klingt. Hier jetzt mit einem externen Mikrofon, wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze extremst aufzuwerten. Gut, das klingt jetzt ja erstmal alles schon sehr, sehr überzeugend. Dazu kommt, die Kamera ist von Haus aus, wenn sie in diesem mitgelieferten Case gleich drinne steckt und wir natürlich keine externen Module angeschlossen haben und damit also geschlossen ist, bis zu fünf Meter wasserdicht. Was mir einen riesigen Einsatzbereich für diese Kamera bietet. Ich habe euch ja ab anfangs schon gezeigt, wo ich die Kamera überall genutzt habe. Ich habe sie zum Vlogging eingesetzt. Ich war mit der Kamera. Im Pool bzw. im Meer tauchen. Das Ganze mit 4K-Linse und 360-Grad-Linse. Ich habe sie dann in ein Unterwassergehäuse gesteckt und war mit ihr tauchen. Ich hatte sie dabei bei anstrengenden und relativ komplexen Wanderungen. Ich war mit ihr in einem Canyon und habe mich dort Canyons abgeseilt. Und jedes Mal konnte ich mir vorher aussuchen, mit welchem Modul möchte ich arbeiten und welches Modul ist gerade das Richtige für die Anwendung, die ich habe, ohne dabei mehrere Kameras mit mir rumschleppen zu müssen. Also hier, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, mit nur einer Kamera aus verschiedenen Einsatzbereichen wechseln zu können. Fangen wir doch mal bei dem 4K-Boost-Modul an. Mit diesem Modul habe ich zum einen gevloggt und zum anderen war ich mit der auch Tauchen und habe sie immer dann eingesetzt, wenn ich eine extrem gute Stabilisierung gebraucht habe und war damit auch FPV-Fliegen. Bereich FPV da hat mich die Kamera bedingt überzeugt. Die Einstellungsmöglichkeiten, die ich hier in der Kamera habe, geben mir leider relativ wenig Spielraum. Denn sobald ich die Stabilisierung ausschalte, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mit der passenden Framerate zu filmen. Das flache Filmprofil gibt mir die Möglichkeit, meine Farben in der Pause nachher anzupassen, sind natürlich aber vom Dynamikumfang her nicht mit anderen Kameras zu vergleichen. Beim FPV-Fliegen kam mir aber die Stabilisierung out of cam extrem zugute. Die funktioniert nämlich ganz hervorragend. Es ist zwar nicht so, als wenn ich dann so eine, so eine Schienenfahrt hätte, gibt mir aber so eine organische Bewegung in meine Bilder rein und ich kann die Bilder direkt out of camera perfekt nutzen. Also, zum FPV-Fliegen ist sie bedingt zu empfehlen, wenn ich so einen organischen Look haben möchte. Wenn ich so Schienenfahrten haben möchte, wo man keine Rucklau und nichts mehr sieht, da ist sie dann einfach nicht so gut geeignet. Da arbeitet die Stabilisierung einfach ein bisschen anders als zum Beispiel bei GoPro, wo ich das Ganze softwaretechnisch dann hinterher stabilisieren kann. Dann habe ich sie eingesetzt zum Tauchen. Und machen wir uns nichts vor, beim Tauchen ist es dunkel und Dunkelheit bei so kleinen Kameras, <laughs> naja, das ist halt einfach nicht so dolle, denn ich bekomme ein extremes Bildrauschen in meine Bilder. Nichtsdestotrotz sind die Bilder auch hier, gerade unter Wasser, schön stabilisiert und ich fand das Rauschen für eine Action-Cam soweit auch in Ordnung. Was habe ich mit der Kamera noch gemacht? Ich habe sie zum Vloggen eingesetzt. Und hier kommt für mich eine Riesenstärke bei dieser Kamera raus. Denn ich kann hier diesen zusätzlichen Sound anschließen und der Blickwinkel von dem 4K-Modul zeigt mich in der Umgebung ganz wunderbar. Aber wo hat die Kamera jetzt ihre Schwächen? Die Schwäche tritt dann auf, wenn ich einen hohen Dynamikumfang in meinen Bilder drinne habe. Ich war mit der Kamera auf so Felsen unterwegs, bei strahlendem Sonnenschein. Kamera, perfekt performt. Ich habe sie dabei gehabt, als ich oben auf dem Pico geklettert bin, der höchste Berg von Madeira, bei absolutem Sauwetter. Hier habe ich die Kamera auch eingesetzt. Sie war komplett geschlossen, ohne externen Sound, ist dann bis zu 5 Meter wasserdicht und gab mir die Möglichkeit, oben auf dem Berg bei dem Wetter tolle Aufnahmen zu machen, wie ich dort gerade durch den Regen, durch den Wind stapfe. Auch hier hat sie gut performt. Das Licht war leicht diffus, es war nicht mehr ganz dunkel, es war schon ein bisschen heller, Rauschen war in Ordnung, Stabilisierung hat super funktioniert. Aber dann habe ich sie eingesetzt, als wir in den Dschungel von Madeira gegangen sind. Und hier war ich total enttäuscht von der Kamera. Warum? Ich habe hier einen hohen Dynamikumfang. Heller Himmel, dunkler Dschungel. Was macht die Kamera? Sie versucht, die hellsten Bildbereiche abzudunkeln und die dunklen Bildbereiche aufzuhellen. Und was passiert dabei? Genau, in den dunklen Bildbereichen bekomme ich matschige Bilder, weil ich ein extremes Rauschen. Bei okayen Lichtverhältnissen reinbekomme. Und hier habe ich keine Möglichkeit, manuell einzugreifen. Und das hat mir zum Teil, also ich habe die Aufnahmen genutzt für meinen Madeira-Vlog, aber ich saß hier am PC und war völlig baff, wie schlecht auf einmal das Bild dort geworden ist. Ich weiß, dass diese Actioncams versuchen, das Maximale rauszuholen, aber hier würde ich erwarten, als professionelles Tool, dass ich die Möglichkeit habe, manuell in solche Aufnahmen einzugreifen. Gut, bis hierhin klingt das hier ja erstmal alles gar nicht so schlecht. Kommen wir aber zu einem Punkt, der mich wirklich geärgert hat und das ist die Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit war nicht immer gegeben. Ich war mit dem, mit der Kamera, wie gesagt, beim Canyoning, habe mich can äh, habe mich dort abgeseilt und ich bin gerade am Abseilen an einem wirklich hohen Wasserfall. Was passiert? Die Kamera fährt einfach ein fünf Meter oder ein Meter, nachdem ich mich abgeseilt no. habe. Und die Aufnahmen sind einfach nicht da und ich kann sie auch nicht wiederholen. Und das ärgert mich massiv. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach passiert. Die Software hat einfach nicht sauber gearbeitet. Das Ganze habe ich dann weitergegeben an Insta360. Die haben mittlerweile ein paar Updates rausgebracht und es läuft besser. Läuft es gut? Nein. Und Zuverlässigkeit ist für mich das allerwichtigste an so einer Actioncam. Was bringt mir die beste Kamera, wenn sie nicht läuft oder einfriert? Ich hatte sie jetzt noch mal mit in Kroatien, es ist deutlich besser geworden, ich hatte nur einen Ausfall, aber immer noch einer zu viel, wenn ihr mich fragt. Okay, haben wir weiter. Wo habe ich sie noch eingesetzt? 360 Grad Modul Super interessant. Wenn ich die Kamera, wie gesagt, in dieses Gehäuse reinpacke, kann ich damit direkt ins Wasser, direkt tauchen gehen. 360-Grad-Modul drauf gemacht, ins Meer gegangen und super coole Perspektiven damit bekommen. Ich kann das Wasser unter mir zeigen, ich kann mich zeigen, wie ich gerade am Schnorcheln bin, ich kann damit abtauchen, kann das Riff ringsrum zeigen, indem ich einfach meinen Kameraausschnitt rumschwenken lasse. Also, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, bis zu fünf Meter mit der Kamera dann auch ins Meer zu gehen, schnorcheln zu gehen. Ich habe sie auf dem Stand-Up-Paddle oben drauf gehabt, konnte dann auch uns auf dem Stand-Up-Paddle unten zeigen. Ich konnte die Umgebung zeigen. Also, auch hier perfekt für den Familienurlaub. Wir waren in einer super kleinen Schlucht unten, sind runtergeklettert mit meinem Sohnemann. Was passiert? Kamera friert ein. Das meine ich dann. Und das ist dann halt ärgerlich, weil das sind einfach Aufnahmen, die kommen nicht wieder. Ich kann meinem Sohn nicht sagen: Hey, die 500 Meter, die wir hier gerade, Höhenmeter, die wir zurückgelegt haben, die müsstest du nochmal machen, weil die Actioncam lief nicht. Das darf nicht passieren. Und was auch nicht passieren darf, und jetzt kommen wir auch noch zu einem wirklich großen Kritikpunkt, ist, wenn ich angebe, dass so eine Kamera 5 Meter wasserdicht ist, es ein paar Mal funktioniert und die Kamera uns aber auch zweimal richtig abgesoffen ist. Rico seine hat es komplett zerlegt. Meine hat es einmal komplett zerlegt und einmal bedingt zerlegt. Drei Kameras geschrottet. Und das, obwohl wir nicht in 10 Meter Tiefe waren, sondern nur in 20 Zentimeter Tiefe. Und obwohl wir uns an die Vorgaben des Herstellers gehalten haben. Sind sie kulant gewesen? Haben das Gerät ausgetauscht und so weiter? Ja. Haben die Techniker gleich mit uns Kontakt aufgenommen? Ja. Darf es passieren? Nein. Und hier sind wir bei zwei großen Negativpunkten, die ich an dieser Kamera sehe. Wie sind die anderen Punkte, bevor wir dann zu einem abschließenden Fazit kommen? Stabilisierung absolutes Top-Niveau. Auch die Stabilisierung, wenn ich mit der rumlaufe, das sieht aus wie auf Schienen, das funktioniert out of Camera schon ganz hervorragend. Die Software, die mitgeliefert wird, das Studio ist super intuitiv zu, be zu benutzen. Die App funktioniert auch hervorragend. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Die Probleme sind, wie gesagt, für mich in der Bildqualität, wenn ich hohen Dynamikumfang habe und vor allen Dingen aber in der Bauform bedingten Kompression, das heißt also hier, wenn ich mit der Kamera ins Wasser gehe, dass ich mir dann passiert, dass sie absäuft bzw. auch einfriert. Dann hatten wir zum Schluss noch das Leica Modul. Das Leica Modul ist dann gerade für Nachtaufnahmen geeignet so zumindest die Werbung das kann ich jetzt auch nicht wirklich bestätigen ich habe das Leica Modul zum FPV Fliegen genommen da ganz ganz toll dadurch dass ich einfach eine etwas höhere eine Auflösung habe ich nicht eine höhere aber ich habe einfach eine höhere Offenblende und das Leica Modul geht noch ein bisschen besser mit diesem Dynamik Unterschied einfach um da hat es extrem viel Spaß gemacht Nachtaufnahmen, ganz ehrlich, das ist eine Actioncam. Das wird niemals eine Kamera sein, die ihr nachts rausholt, um damit coole Aufnahmen zu machen und euch hinterher zu freuen, wie rauscharm die Bilder sind. Kann ich es machen? Ja, aber ich muss mir dann einfach bewusst sein, dass ich da ein starkes Rauschen in meine Bilder reinbekomme. Da kann die Kamera nichts für, das ist bei anderen Actioncams auch so. Das liegt einfach an diesem kleinen Sensor, den wir dort drinne verbaut haben. Gut, ihr seht also, die Kamera hat mich in vielen Bereichen überzeugt. Beim Vlogging. Beim FPV fliegen und auch der ganze Funktionsumfang, den ich mit dieser Kamera habe. Es gab aber auch viele Negativpunkte, wie das Einfrieren und dann auch das Absaufen vor allen Dingen der Kamera, die mich daran zweifeln lassen, ob es ein professionelles Tool ist. Ich denke, an den Softwareproblemen wird weiter gearbeitet. Insta ist auch noch ein relativ junges Unternehmen, was momentan sehr viele Produkte rausbringt und uns als Konsumenten versucht, hier auf der Reise auch mitzunehmen und vor allen Dingen auch an Problemen arbeitet. Und das schätze ich wirklich sehr an Insta. Gut! Sehr, sehr durchwachsenes Review. Ihr seht schon, es gibt nicht nur positive, sondern auch ein paar negative Punkte. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Anwendungen, die ich euch jetzt gezeigt habe, ein rundes Bild zu dieser Kamera liefern. Deswegen. Gehöre ich jetzt auch nicht zu denen, die gleich als erstes das Review rausgebracht haben, damit durch den Wald gerannt sind und euch gesagt haben, wie toll die Kamera ist? Mir ist es hier wichtig, auf dem Kanal transparent zu sein, die Produkte vernünftig auszutesten, damit ihr dann auch, wie gesagt, ein Gesamtpaket hier geliefert bekommt mit Dingen, die mir gefallen, aber auch nicht gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zumindest das Video. Wenn ja, lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Interesse an der Kamera habt, packe ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung und. Berichtet mir doch vielleicht mal unten in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen mit der Insta360RS sind oder ob ihr gerade dabei seid, eine zu kaufen und ob euch das Video dabei jetzt geholfen hat. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.